In dieser Vorlesung behandeln wir die Divergenz eines Vektorfeldes f. Definiert ist die Divergenz von f als Skalarprodukt des Nabla-Operators mit dem Vektorfeld. Das bedeutet also Folgendes: der Nabla-Operator hat ja in kartesischen Koordinaten die Koordinaten d noch dx1, d noch dx2, d noch dx3, multiplizieren diesen Skalar mit der ersten Komponente, also mit den Komponenten dieses Vektorfeldes f1, f2, f3, ergibt dann nichts anderes als df1 noch dx plus df2 nach dx2 plus df3 nach dx3. Wir sehen also, die Divergenz von f ergibt einen Skalar. Sieht man auch schon, wir wissen ja, dass der Nabla-Operator die Eigenschaft eines Vektors hat. Wenn ich einen Vektor-Skalar mit einem zweiten Vektor multipliziere, erhalte ich eine Größe, die invariant ist, also einen Skalar. Beispiel für die Berechnung einer Divergenz wäre, nehmen wir irgendein beliebiges Vektorfeld f als Funktion von x1, x2, x3 mit den folgenden Koordinaten x1 plus 17 x3 minus 5 x2 Quadrat und 13 x2 minus x1 berechnet genau nach dieser Vorschrift. Wir leiten also jetzt hier, wir berechnen die Divergenz. Schreiben wir so in: Divergenz von f ist also dann Nabla Operator Skalar mit f multipliziert, ergibt eben df1 nach dx1. Jetzt müssen wir also diesen Ausdruck noch x1 ableiten, ergibt nichts anderes als 3. Dann müssen wir den Ausdruck noch x2 ableiten, ergibt dann minus 10x2. Und x3 taucht hier nicht auf, das heißt, die partielle Ableitung der dritten Koordinate nach x3 ergibt 0. Das wäre die Divergenz dieses Vektorfeldes. Noch ein Beispiel: der Physik sehr häufig tritt auf Funktionen, in denen, also Vektorfelder, denen explizit der Ortsvektor vorkommt. Eine ganz einfache Funktion wäre die da hier. Oder in Koordinatenschreibweise fi ist gleich xi. Das können wir gleich ganz elegant berechnen. Die Divergenz dieses Vektorfeldes ergibt sich ja als di fi, ja, das ist in Koordinatenschreibweise das Skalarprodukt vom Nabla mit dem Komponenten, mit dem Vektor. Ergibt also, wenn wir jetzt für fi einsetzen, di xi, das ist nichts anderes als ein Delta ii und Einsteinsche Summenkonvention. Hier müssen wir so also summieren über i, ergibt dann 1 plus 1 plus 1 ergibt den Wert 3. Gut, was ist jetzt die Bedeutung der Divergenz? Die Divergenz wird uns dann gleich in einer der weiteren Vorlesungen begegnen im gaußschen Integralsatz. Die Bedeutung der Divergenz, sie gibt an die Quellen bzw. Senkendichte. Es gibt also die Quellen bzw. Senken eines Vektorfeldes an. Wenn die Divergenz eines Vektorfeldes überall verschwindet, dann nennt man das Vektorfeld f quellenfrei. Gut, die Bedeutung der Divergenz wird Ihnen dann sicher noch klarer werden, wenn wir dann den gaußschen Integralsatz anschauen. Gut, wir machen noch ein Rechenbeispiel zur Divergenz, ein etwas
längeres Beispiel, also länger ist es nicht, aber Beispiel, das man, in dem wir vielleicht zwei oder drei Zeilen brauchen werden, nämlich zum Abschluss ein Beispiel wiederum aus der Physik, und zwar die Gravitationskraft einer Punktmasse in der newtonschen Mechanik ist gegeben durch folgendes Kraftfeld F als Funktion von R ist gleich minus newtonsche Gravitationskonstante G mal Masse Produkt der beiden dividiert durch R Quadrat. Und nachdem wir hier eine Richtung auch brauchen, müssen wir hier noch den Einheitsvektor in Ortsrichtung. Also Skizze wäre die folgende. Wir haben also hier irgendwo ein Koordinatensystem, x1, x2, x3. In dem Zentrum sitzt eine Punktmasse mit der Masse groß M. Und hier irgendwo beim Ortsvektor R sitzt eine Masse klein m, und der Betrag der Kraft, die groß m auf klein m, dem durch diesen Term g mal groß m mal klein m durch Abstand Quadrat gegeben, und die Richtung, die anziehende Kraft wirkt also in diese entgegengesetzte Richtung, deswegen hier das Minus, und das ist der Ortsvektor in Richtung des Orts. Zeichnen wir es nochmal neu, dass das tatsächlich ein Vektor in Richtung des Zentrums darstellen soll. Das wäre also die Kraft. Und wir wollen jetzt die Divergenz dieses Kraftfelds berechnen. Gut, gesucht ist also die Divergenz F. Divergenz von F wäre also der Nabla-Operator skalar multipliziert. Ich schreibe es jetzt einfach diesen Ausdruck ausführlich noch einmal ab. Minus m, also g mal m durch r Quadrat mal r durch r. Das Erste, was ich machen kann in der Rechnung, die Konstanten hier, gm, groß m und klein m, kann ich natürlich vor die Ableitung hinziehen. Ja? Als Skalar hier, als konstanter Skalar. Also, und das Minus ziehe ich auch vorne hin, also minus g mal m mal m. So, der eigentlich interessante Teil ist jetzt, besteht in der Bildung des Divergen der Divergenz dieses Ausdrucks r, und jetzt ziehen wir die beiden r's hier im Nenner zusammen durch r der dritten. Das wollen wir jetzt wieder in Koordinatenschreibweise rechnen. Dazu muss ich also hier diesen Vektor hier im Zähler und auch den Betrag hier im Nenner in Koordinatenschreibweise umwandeln. Also wir haben also den Vorfaktor, lasse ich da unbenommen stehen, und dann Skalarprodukt drücke ich aus als DI, Nabla-Operator, Koordinate I. Dann brauche ich hier ein XI und den Ausdruck im Nenner, schreiben wir uns das vielleicht noch mal hin. R, das haben wir schon mal gehabt, den Betrag des Ortsvektors kann ich mir schreiben als xj mal xj hoch 1/2. Das heißt, wir haben jetzt hier stehen xj, xj hoch 3 steht, also hoch 3/2. Ja, ein gängiger Anfängerfehler ist hier, noch einmal i zu verwenden. Ne? Das darf ich nicht tun, weil nach der Einsteinschen Summenkonvention jeder Summationsindex nur genau zweimal vorkommen darf. Ja, wenn ich i hier schon für die Summe hier verwende, muss ich hier einen anderen Index wählen. Wie ich den nenne, das bleibt mir überlassen. Ja? Könnte genauso gut n oder m oder wie man nennen. Genauso könnte ich dieses i hier anders benennen. Am Ende kommt ja ein Skalar raus. Gut, jetzt habe ich also hier diese Ableitung zu bilden. Ich leite ja noch xi ab, und im Zähler steht ein Ausdruck, der von xi abhängt, und im Nenner ebenfalls. Das heißt, ich brauche jetzt hier die Quotientenregel. Also den Vorfaktor,
schreiben wir wieder an, wie er. Dann leite ich einmal nach der Quotientenregel den Zähler ab. Da steht also hier ein DIXI. Das haben wir schon mal gehabt. Es gibt ein Delta II, die Ableitung, mal den Nenner unverändert, also XJ, XJ hoch 3 halbe, minus jetzt den Zähler unverändert, XI mal, und jetzt müssen wir den Nenner ableiten. Da brauchen wir jetzt die äußere Kettenregel, äußere Ableitung hoch 3 halbe, also Hochzahl runter, dann die Potenz hier um eines vermindert. Was ich nicht vergessen darf natürlich, ist die innere Ableitung von diesem Ausdruck. Auch den Ausdruck haben wir schon mal behandelt. Wenn ich den jetzt hier ableite, noch brauche ich hier wieder hier innen drinnen die Produktregel, ergibt ein Delta IJ XJ plus noch einmal den gleichen Ausdruck oder eben zweimal den Ausdruck. Und um die Quotientenregel vollständig hinzuschreiben, müssen wir jetzt hier noch dividieren durch den durch das ja. Jetzt könnten Sie vielleicht einwenden, J, ich habe gerade vorher gesagt, I und J dürfen jeweils nur einmal auftauchen. Das stimmt, ja. Allerdings in einem Produkt. Ja. Nachdem ich hier aber ein Minus dazwischen stehen habe, darf ich das J hier und hier genauso gut verwenden. Ja. Gut, jetzt werten wir diese Terme, die wir hier gefunden haben, weiter aus. Das Kronecker-Delta, Delta II, nicht vergessen, über I wird es summiert, da gibt es 3. Diesen Term hier, den können wir gleich wieder umschreiben als ein R der dritten. Ja, Sie erinnern sich, wir haben ja hier R eingeführt durch diesen Ausdruck. Das heißt, das ist dann ein R der dritten. Dann können wir hier einmal den Zweier kürzen. Der Ausdruck hier gibt noch der Summe über das J, verabschiedet sich das Kronecker-Delta, bleibt nur das XI stehen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch einmal, wir haben jetzt hier minus 3 XI und dann noch einmal den XI. Macht da vielleicht eine Klammer, muss aber nicht sein. Und da haben wir noch einmal R stehen. Das ist genau R, was hier steht. Und im Nenner steht R der sechsten. Ja, weil XJ, XJ, R Quadrat, das Ganze hoch 3, gibt R der sechsten. Hier haben wir noch einmal XI, XI stehen. Es gibt einen Betrag von R zum Quadrat und wir bekommen das Ergebnis. Dass 3r der dritten im Zähler minus noch einmal 3r der dritten natürlich, durch r der sechsten, kommt hier offenbar 0 raus. Jetzt nachdem, wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, was das bedeutet, unser Ergebnis. Wir haben gerade gesagt, die Bedeutung, die Divergenz, gibt die Quellen des Feldes an. Das Feld, das wir betrachten, ist das Gravitationsfeld. Und offenbar ist die Quelle des Feldes ja die Masse hier. Ja, nachdem das aber eine Punktmasse ist, ist die Divergenz überall 0, außer im Ursprung. Wir müssen nämlich das Ergebnis jetzt hier noch vervollständigen bekommen haben. Wir dürfen hier, R darf nicht gleich 0 sein für unsere Rechnung, ja, weil nämlich im Ursprung ist die Funktion, die wir hier betrachten, nicht differenzierbar. Das heißt, aber in allen anderen Punkten ist tatsächlich dieses Feld quellenfrei. Die Masse sitzt als Punktmasse, in dem idealisierten Fall dieser Punktmasse, genau im Ursprung und dort ist die Divergenz ungleich 0. Die können wir mit unserem Mittel im Ursprung aber noch nicht berechnen. Dazu braucht man nämlich die Delta-Funktion. Ja? Nicht das Kronecker-Delta, sondern die Delta-Funktion bzw. mathematisch exakter die Delta-Distribution.
Das lernen Sie dann im nächsten Semester in der Funktionalanalysis.